Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Alvip Bestwin. Ja, wie ich schon Ende letzter Folge gesagt habe, könnte diese Folge sehr kurz werden. Aber sprechen wir jetzt erstmal mit Almet. Zum Glück haben wir es unbeschadet wieder herausgeschafft. Ich hoffe, die gewonnenen Einsichten werden hilfreich für euch sein, doch wie es scheint, wirft das neue Wissen vor allem weitere Fragen auf. Eine Sache noch. Die Sage von der Großmagerin Tiona kennt hier in Raktika jedes Kind. Doch bei genauerer Betrachtung gibt es viele Widersprüche. Es handelt sich bei der Legende größtenteils um eine mündliche Überlieferung. Und es scheint, jeder Erzähler hat seine eigene Version. Wer kann schon sagen, was von all dem, was man sich über Tiona erzählt, Wahrheit und was Übertreibung ist? Die Vergangenheit ist manchmal wie ein wucherndes, wirrendes Dickicht. Es zu trimmen und zu pflegen ist beinahe unmöglich. Aber wie es scheint, ist die Bewahrung des Erbes dieser Heldin der Vergangenheit nun auch Teil unserer Aufgaben geworden. Mit Mut und Geschick seid ihr in den großen Wald gekommen, habt die Sündenvertilger vertrieben und uns damit die Nacht zurückgebracht. Das ist ein Geschenk, das wir schwören, mit aller Kraft zu ehren und zu bewahren. Ich glaube, das ist genug der Formalitäten. So viel ist sicher, wir werden euch nie vergessen. Genau, wir werden euch ja so sehr vermissen. Ich verspreche, dass ich allen von euren Heldentaten berichten werde, die es hören wollen. Das ist sehr großzügig von euch. Wir werden diesen wundervollen Wald und seine starken und schönen Hüterinnen auch immer in guter Erinnerung behalten. Nun denn, Verbündete von Ronka, mögen sich unsere Pfade bald wieder kreuzen. Okay, wo geht's weiter? Ah, hier bei Ishtola. Wir haben zwar nicht mehr über die Ascians erfahren, aber dafür einen Hinweis gefunden, dass der Sternenregen und die Kraft des Transzendierens miteinander in Verbindung stehen könnten. Eine Erkenntnis, die sich noch als wertvoll erweisen könnte. Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir einen kleinen Umweg machen, bevor wir nach Crystallium zurückkehren? Es gibt noch etwas, das ich in Schlangenzweig erledigen muss. Ich danke dir, Erbe. Wenn wir in Schlangenzweig ankommen, sollten wir zuerst Luna einen Besuch abstatten. Okay, dann auf zu Luna. Schlangenzweig, da ist es. Alvip, Matoya, wie gut euch zu sehen. Was führt euch zu uns? Aber egal. Was es ist, das kann warten. Ein Besuch müssen wir feiern. Ich werde uns sofort etwas zu essen zubereiten. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit, Luna. Oh, entschuldigt. Wenn ihr so in Eile seid, dann werde ich etwas Schnelles zubereiten. Bitte, macht mir die Freude. Wir sehen uns schließlich so selten. Wenn er uns schon so bittet. Ich schätze, wir werden nicht weiterziehen können, bevor wir uns den Bauch vollgeschlagen haben. Während Luna unser Mahl zubereitet, werde ich schnell erledigen, wofür ich gekommen bin. Es mag verrückt klingen, aber ich möchte mein Zimmer ein wenig Ordnung bringen. Würdest du mir einen Gefallen tun und mir mit einer Kleinigkeit behilflich sein? Aasgeier hat bestimmt einen alten Besen. Das sollte mir zum Fegen der Kammer genügen. Würdest du ihn für mich bei ihm ausleihen? Jo, das mache ich doch.
Oh, ein Gast. Matoya braucht ein Wesen, sagst du? Du willst mir doch nicht etwa sagen, dass sie ihre Stube fegen möchte. Und morgen schneit es? Haha, schon gut, warte einen Moment. Ich habe einen Besen, der es noch tun sollte. Und wenn schon ein paar Borsten abgefallen sind. Okay. Dann geben wir Strohler den Besen. Ha! Ah, hast du den Besen mitgebracht? Ja, hab ich. Ja, ich weiß. Der Besen hat schon bessere Tage gesehen. Aber damit fegt es sich erstaunlich gut. Ich bevorzuge alte Besen. Neue Besen sind so steif und charakterlos. Dann kann es ja losgehen. Alles ist aufgeräumt und der Boden ist frei. Ja, vielleicht ist noch nicht alles fein säuberlich einsortiert, aber wenigstens ist dir kein Stapel Bücher entgegengekommen, als du die Tür aufgemacht hast. Und gefegt ist natürlich auch noch nicht. Oh, du dachtest doch nicht etwa, die große Hexe Matoya wird wohl kaum selbst den Besen in die Hand nehmen, um den Boden zu fegen. Und nun komm, du alter Besen, bist schon lange Knecht gewesen. Zeig mir deinen behenden Tanz und bring dem Hause neuen Glanz. So langsam bekomme ich den Dreh raus, den Besen mit Magie zu beleben. Fühlt sich gut an. Ich habe zwar eine halbe Ewigkeit in diesem Zimmer gewohnt, aber ich war so in meine Nachforschung vertieft, dass ich es nie ordentlich gefegt habe. Und wenn ich in den Ursprung zurückkehre, wird das wohl für immer sein. Da muss ich doch wenigstens noch einmal ordentlich sauber machen. Essen ist angerichtet. Was ist, Luna? Du wirkst so still. Ist alles in Ordnung? Ach, nein, es ist nichts. Mir geht es blendend. Sei unbesorgt. Oh, dann ist ja gut. Ich wusste doch, dass ich euch hier finden würde. Ah, ihr seid es. Solltet ihr nicht Artbert auf den Fersen sein? Das ist der Grund, warum wir hier sind. Es sieht so aus, als ob Artbert ganz Norwland bereist, um neue Krieger des Lichts zu rekrutieren. Und er scheint damit Erfolge zu erzielen. Dass er mal als großer Sünder gefürchtet wurde, ist kaum noch zu glauben. Dabei kommt ihm dein Ansehen als Kriegerin der Dunkelheit sehr gelegen. Seine Wiedergeburt und deine erste Rede haben geholfen, seinen Ruf im Nu wiederherzustellen. Und
genau wie in Tristarium ermuntert er die Leute ebenfalls, zu Kriegern des Lichts zu werden. Zu welchem Zweck ist immer noch ein Mysterium. Er war wirklich fleißig und hat jedem seine Geschichte erzählt, die es hören wollte. Und die Saat, die er gesät hat, ist ganz offenbar auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn er den Namen der Krieger des Lichts reinwäscht. Aber dass er aus reiner Gutherzigkeit handelt, können wir wohl ausschließen. Wahrheit hin oder her, die Schändung Artberts sterblicher Überreste durch dieses Monster ist unverzeihlich. Wenn wir nicht langsam handeln, kann Elidibus schalten und walten, wie es ihm beliebt. Und das wird nicht zu unserem Vorteil sein. Um herauszufinden, was sein Ziel ist, müssen wir den falschen Artbert irgendwie konfrontieren und aus der Reserve locken. Raktika gehört laut Alfino zu den Regionen, die er noch nicht aufgesucht hat, um seine Botschaft zu verbreiten. Es würde mich nicht überraschen, wenn er hier als nächstes auftauchen würde. Das scheint logisch. Und du, Alice, wie geht es dir? Wie ist die Lage in der Ruhstadt? Wir haben für Haldrick getan, was in unserer Macht steht, um zu seiner Genesung beizutragen. Nun bleibt uns nur noch abzuwarten und seinen Zustand weiter zu beobachten. Er braucht jetzt vor allem Ruhe, deshalb habe ich mich entschlossen, zu euch zu stoßen. Von Artberts bisherigem Verhalten zu schließen, wird er bald in eine neue Region aufbrechen. Bislang begann er seinen Siegeszug immer mit der Niederstreckung eines vereinzelten Sündernvertilgers. Wir könnten versuchen, ihm zuvorzukommen und dann schlicht warten, bis er auftaucht. Ich habe Rine und Tankred gebeten, nach einem Sündernvertilger Ausschau zu halten. Rine sagt, sie verspürt die Präsenz eines Sündenvertilgers in der Umgebung von Eidbund. Tut mir leid, euer Mahl zu unterbrechen, aber ich denke, wir sollten lieber schnell zu Tanke und Rine aufschließen. Matoya. Bitte versprich mir, dass du bald wiederkommst. Das nächste Mal werde ich dir ein Festmahl bereiten. Versprochen. Ja, das wäre wunderbar, Rona. Okay, dann auf nach Eidbruch. Da kommt jetzt doch noch ein bisschen mehr, als ich in Erinnerung hatte. Gern geschehen. Wie ihr seht, haben wir hier bereits aufgeräumt. Die Anzahl der Sündenvertilger ist in letzter Zeit merklich zurückgegangen. Den hier haben wir nur durch Zufall entdeckt. Die von Artbert Geblendeten leisten wohl ganze Arbeit. Wie ist es euch in der großen Leere ergangen? Habt ihr Fortschritte bei euren Nachforschungen gemacht? Noch nicht. Aber in Anbetracht der Situation hielten wir es für das Beste, wenn wir zurückkommen und euch zur Seite stehen. Ich möchte auch helfen. Daher habe ich mich Tankred angeschlossen. Es ist schön, uns alle wieder vereint zu sehen. Ja, wer weiß, wann wieder die Klingen gewetzt werden. Da ist es gut, wenn man Freunde hat, die einem den Rücken frei halten. Und wie gerufen, so erscheint er. Sieht so aus, als wärt ihr mir diesmal einen Schritt voraus. Erinnert mich irgendwie an das erste Mal, als wir uns trafen.
Da war dieser Primae, den du bezwingen wolltest. Nur leider sind ich und meine Gefährten dir damals zuvorgekommen. Ach ja, Ravana. Aber wo bleiben denn meine Manieren? Ich habe mich nicht mal richtig bedankt. Dank dir erfreue ich mich wieder bester Gesundheit. Also, vielen Dank für das neue Leben. Ich frage ihn nur nach Seto. Ah, Seto, der alte Haudegen. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Du bist nicht da, Bert. Also gut. Beenden wir dieses Theater. Es war vorauszusehen, dass ihr mich durchschauen würdet. Ja, ich bin Elidibus. Als ihr durch die Stadt gewandelt seid, die Emet Selch erschuf, werdet ihr meinen Titel vernommen haben. Ich bin der Fürsprecher der Wahrhaftigen. Mitglied des Konvents der 14. Schluss mit den Spielchen. Was hast du vor? Ich bin ein Ashien. Und als Fürsprecher bin ich nur an der Ausführung der Beschlüsse des Konvents interessiert. Früher hätte ich gedacht, dass es euch nur darum geht, Chaos zu stiften. Aber wir haben es verstanden. Ihr versucht, euer Volk zu beschützen. Genau wie wir unseres. Darum bekämpfen wir uns. Aber wir müssen keine Feinde sein. Gemeinsam können wir eine Lösung finden. Mit seinen letzten Atemzügen bat Emet Selch die Ashians nicht zu vergessen. Er legte ihr Vermächtnis in ihre Hände. Genau so war es. Sind die letzten Worte einer deiner Brüder für dich bedeutungslos? Emet Selch. Was ist da nur in dich gefahren? Die Aufgabe des Fürsprechers ist es, auf dem langen Weg zum Ziel dafür zu sorgen, dass alle Fehlgeleiteten wieder auf den rechten Pfad gebracht werden. Wenn Emet Selch euch tatsächlich die Hand reichen wollte, kommt das einem Verrat an unseren Zielen gleich. Sein Verhalten ist eines Ursprünglichen unwürdig. Ihr solltet also die Geschichte der Ashians schreiben? Schauen wir doch mal für einen Moment auf eure Geschichte. Selbst den einst verhassten Kriegern des Lichts ist sie nach nur 100 Jahren wieder wohlgesonnen. Denn jetzt, mit nur wenigen Worten, hat sich die Meinung des gemeinen Volkes über Artbert und die Seinen mit einem Schlag geändert. Mit Emet Selch verhält es sich offenbar nicht viel anders. Ah, mit euch Unvollkommenen ist es doch immer das Gleiche. Ihr seid das personifizierte Vergessen, der lebende Irrtum. Alles rinnt wie Sand durch eure kleinen Hände. Wie wollt ausgerechnet ihr euch je angemessen an unser Volk erinnern? Zwischen euch, die ihr nur im Hier und Jetzt lebt, und uns kann es keine Versöhnung und kein Verstehen geben. Das ist aber auch nicht notwendig. Alles, was ich tun muss, ist die mir auferlegte Aufgabe zu erfüllen.
Warte! Auch wenn das nicht ganz so lief wie erhofft, wissen wir nun zumindest mit Sicherheit, dass es sich um Elidibus handelt. Und dass sein Ziel nach wie vor die Vereinigung der Welten ist. Allerdings ist immer noch unklar, warum er die Wahrheit über die Krieger des Lichts verbreitet und die Leute aufwiegelt. Was haltet ihr davon, wenn wir noch einmal nach Tempest aufbrechen? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder auf Elidibus treffen. Und zurzeit ist unser Wissensstand kläglich. Sowohl über die Welt vor der Spaltung, die die Ashians wieder erschaffen wollen, als auch über den Fürsprecher Elidibus selbst. Vielleicht müssen wir ihn schlicht und einfach besser kennenlernen. Das hat uns auch bei Emmet Selch wichtige Einblicke verschafft. Ein interessanter Gedanke. Aber es ist fraglich, ob wir in Emmet Selchs Abbild der Stadt neue Informationen finden werden. Sie ist schließlich nur eine Momentaufnahme seiner Erinnerungen kurz vor dem Ende. Was die Vision von Amauroth anbelangt, so stimme ich dir zu. Aber wir haben noch nicht hinter die Kulissen geblickt, dort, wo sich die eigentlichen Überreste der Stadt befinden. Tempest ist gewaltig. Es würde mich nicht überraschen, wenn es weitere Ruinen gäbe, die selbst die Ondo noch nicht erforscht haben. Ich möchte auch mehr über die Ashians erfahren. Neugierig wie eh und je. Dann steht unserer Expedition ja nichts mehr im Wege. Ich schlage vor, wir fragen die Ondo. Sie kennen sich in Tempest am besten aus. Alfino hat recht. Wenn uns jemand einen Hinweis geben kann, wo wir suchen müssen, dann die Ondo. Wir sollten uns zu den Ondo-Becken begeben und dort mit dem Ältesten der Ondo, Tolch Art, sprechen. Also gut, auf ins Ondo-Becken. Wenn das nicht die Gesandten sind, wir können die Ondo, was können die Ondo für euch tun? Ich verstehe. Die Flossenlosen suchen nach Antworten in der Stadt der Alten. Mit einer Antwort kann ich euch dienen. Aber zunächst müsst ihr etwas für uns tun. Eine ernste Angelegenheit. Eine ernste Angelegenheit? Dann hoffe ich, dass wir behilflich sein können. Worum handelt es sich denn? Nun gut. Unser Nahrungsvorrat an Miniri-Lebern wurde von den hinterlistigen Flundern geraubt. Nichts haben sie für uns übrig gelassen. Flundern? Das war doch dieser eine Stamm der Ondo, wenn ich mich richtig erinnere. So ist es. Wie auch wir haben sie durch die Lichtflut ihr Zuhause verloren. Doch in ihren Herzen hat sich Hass auf die Flossenlosen und Missgunst allen anderen Lebewesen gegenüber breit gemacht. Wenn wir die friedliche See sind, so sind sie der tosende Sturm. Miniri-Leber ist eine unverzichtbare Nahrungsquelle für uns. Ohne sie ist unser Überleben bedroht.
Wir können sie nicht einfach durch andere Nahrung ersetzen. Wir würden uns unsere Vorräte selbst zurückholen. Aber leider sind die Fluttern uns zahlenmäßig überlegen und äußerst gefährlich. Wir sind machtlos gegen sie. Das klingt in der Tat nach einer ernsten Angelegenheit. Wie es aussieht, sind wir auf unsere gegenseitige Hilfe angewiesen. Eine Hand wäscht die andere. Ich schlage vor, wir helfen den Ondo bei der Wiederbeschaffung ihrer Vorräte. Außerdem glaube ich, dass unsere Pflicht ist, einzugreifen. Schließlich waren wir es, die mit Hilfe Bismarcks Atem die Welt der Ondo mit einem Schlag verändert haben. Das hat das Misstrauen der Flundern gegen Fremde und ihre aggressive Grundhaltung sicherlich nur verstärkt. Wo du recht hast, hast du recht. Gesprochen wie eine wahre Heldin. Damit wäre also es beschlossene Sache, schätze ich. Ich für meinen Teil helfe gerne. Ihr werdet uns helfen? Ja, die Ondo werden euch für immer dankbar sein. Unsere Vorräte an Miniri-Lebern wurden höchstwahrscheinlich in die Flundergrotte gebracht und sind im Nordwesten, und die sich im Nordwesten befindet. Doch seid gewarnt, meine Freunde. Die Flundern sind gut ausgerüstet, zahlreich und begierig auf den Kampf. Wir sind gewarnt. Dann lass uns in die Flundergrotte aufbrechen und die Vorräte suchen. Okay, das machen wir tatsächlich erst in der nächsten Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch so lange dauert bis zur Instanz. Aber dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!